Nicht falsch verstehen. Gold, Silber, Palladium, Platin gehören für mich in einen guten Depotmix, vor allen Dingen, wenn man ein größeres Depot hat. Wenn man mehr Vermögen verwaltet, bin ich 100% dabei, gehören Edelmetalle in dieses Spektrum mit rein. Doch es gibt auch zwei, drei Arten von Investoren und Käufern, die meines Erachtens einen großen Fehler machen, die gerade jetzt einen großen Fehler machen, wenn sie ihre Strategie weiter beibehalten. Und ich möchte in diesem Video auf zwei Punkte eingehen, nämlich auf die Menschen, die sagen, sie nutzen Gold, Silber und Co. als Absicherungsmodell für die Krisenzeiten, als Versicherung gegen eine Währungsunion und ähnliches. Und als zweiten Punkt alle die Menschen, die für reines Trading auf Kursgewinne setzen und dann versuchen, Gold und Silber wieder abzustoßen mit höheren Gewinnen in der Zukunft. Nummer eins zeigt sich, dass ein Analyst, nämlich Stefan Nägerer, in einem Artikel auch verfasst hat, dass es äußerst zweifelhaft ist, wenn man darüber nachdenkt, Gold, Silber, Platin und Co. als Sicherung für die nächste Krise zu sehen. Nämlich genau mit diesem Beispiel, was oft genannt wird. Man geht dann zum Bäcker und statt mit Geld, während die anderen in Schubkarren, die es reinfahren, ihre Millionen Euro, weil der Wertverlust zu groß war, dass man selber mit einem kleinen Stück Gold hineingeht und sich dann quasi den Vorrat für die Woche zusammenkaufen kann. Da muss man zuallererst mal sagen, diese Vorstellung ist natürlich interessant und da ist auch was dran. Und es gab natürlich immer alternative Tauschmittel in der Vergangenheit in solchen Krisenphasen. Die waren oftmals allerdings eher Alkohol oder Zigaretten und ähnliches. Und da muss ich die Frage stellen, wie gut eignen sich Gold, Silber und Co. dann eben als so ein Tool? Viele, viele Menschen, die so denken, kaufen sich komplette Unzenmünzen in ihren Vorrat rein. Also eine Unze Gold hat etwa einen Wert von so 1500 Euro. Und da stellt man sich schon vor, ist ziemlich fraglich, was man denn beim Bäcker damit kaufen will. Mein guter Freund Dominik Kettner, der auch hier auf YouTube einen sehr erfolgreichen Kanal zum Thema Edelmetalle hat, der berichtet da eben auch darüber, dass er empfiehlt, eher 1 Gramm Münzen oder ein Zehntel Unzen Münzen zu kaufen, bietet diese auch im Set in seinem Shop an. Und das ist eine schöne Möglichkeit, um eventuell die ein oder andere Chance zu haben, dann auch diese verschiedenen Tauschgeschäfte anzunehmen. Das Problem dabei ist, achte wirklich darauf, dass es nur Gold wäre in dem Fall, wenn du diese Methode wählen willst. Denn Palladium zum Beispiel mit einem Wert von etwa 2800 Euro pro Unze ist kaum zu unterscheiden von einem Silberstück für etwa 20 Euro die Unze. Und auch das ist schnell optisch nachmachbar. Ich glaube also, Gold ist wirklich die einzige Option, wenn man so denkt. Und dann in kleinsten Stückelungen. Allerdings stellt sich, und da werden wir dann im nächsten oder übernächsten Punkt noch erfahren, dass es auch dann die Frage ist, ob es nicht Alternativen geben wird, die das Gold auch in diesem Punkt bald ersetzen. Im zweiten Punkt möchte ich mal auf die Trader eingehen, die sagen, okay, Gold muss ja mehr im Wert steigen. Vor allen Dingen, es wird ja auch immer mehr als Verbrauchsmaterial genutzt und dementsprechend ist Gold, Silber und Co. eine super Chance zum Investment. Und immer mehr Leute steigen jetzt gerade auch ein, gerade wo man sieht, dass Krisenbotschafter immer lauter werden, die sagen die Krise voraus, den nächsten Schock an der Welt, und dann sollte man natürlich jetzt davon ausgehen, dass der Preis in Gold und Silber dementsprechend steigen wird, und diese Spekulation scheint sinnvoll zu sein. Allerdings schaut man mal auf den sogenannten COT-Bericht, das ist der Commitment of Trader-Bericht, der kommt jede Woche raus und zeigt an, wie viele Trader am Markt und wer vor allen Dingen auf steigende und auf fallende Kurse setzt. Und da sind immer mehr Privatanleger, die auf steigende Kurse setzen. Aber die Leute, die an erster Stelle stehen in der Informationskette, nämlich die Produzenten, die setzen gerade immer mehr auf fallende Kurse und sichern sich persönlich ab. Das hatten wir das letzte Mal in diesem Ausmaß im Sommer 2016. Und da zeigte sich, dass danach die Kurse im Gold um 20% fielen für einen kurzen Moment. Und genau dieses Bild sehen wir gerade wieder. Also auch für Trader könnte jetzt gerade ein Problem am Markt herrschen, falls sie weiterhin auf steigende Kurse setzen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass solche Szenarien eben passieren. Auch in diesem Bereich gibt es Überhitzung und Blasen und ich möchte nicht zu sehr vorweggreifen. Allerdings kann es sein, dass wir auch hier in einer irgendwann drinstecken und Anleger scheinen das zu vergessen, dass es eben auch bei Edelmetallen eine Überhitzung der Preise geben kann.
Trading ist nie eine Option für mich in diesem Bereich. Gold und Silber und Co. sind eine langfristige Anlage. Und wer da kurzfristig auf Wertsteigerung oder Veränderung allgemein setzt, der macht meines Erachtens einen großen Fehler. Im dritten Punkt ist wirklich fraglich, was Gold und Co. für eine Zukunft haben, wenn es als reines Absicherungsgeschäft in der Währungsfalle eben sind. Denn wir sehen, dass auch Konkurrenz am Markt kommt. Während früher Gold und Silber noch als klassische Währung da waren, ist heute der Nennwert höchstens gerade bei Silber noch aus steuerlichen Gründen relevant. Und in Zukunft ist fraglich, ob Gold überhaupt noch zum Handel, zum Tausch genutzt wird. Und zwar, weil Kryptowährungen auf den Markt kommen. Sie sind flexibel einsetzbar, man hat sie jederzeit verfügbar in seinem digitalen Wallet weltweit und sie sind handelbar. Und da kann man sich vorstellen, dass der Bäcker eher in Zukunft auch noch die Kryptowährung annehmen könnte als Gold als physisches Thema, was eben auch fälschbar ist, während ein Bitcoin kaum zu fälschen ist vom normalen Menschen. Und da kann ich mir vorstellen, dass immer mehr Menschen das als Absicherungsmodell nutzen werden und damit die herkömmlichen traditionellen Wege auch versiegen könnten. Trotzdem muss ich insgesamt sagen, Gold, Silber, Platin, Palladium, vielleicht sogar Kupfer haben ihre Bedeutung und haben auch einen wichtigen Bestandteil im Depot zu machen. Sie sind eine Diversifikation, ähnlich wie Kryptowährung auch ein Diversifikationsanteil für größere Vermögen sein können, ist es eben auch hier so. Und wer sein Kapital absichern will, der wird das mit diesen Edelmetallen langfristig auch gut tun. Daher kann ich nur empfehlen, wenn du 100.000 und mehr Euro verwaltest, schau dir das Thema auf jeden Fall an und gucke, dass du da an der richtigen Stelle beraten wirst und auch die richtigen Stückelungen für dich holst. An dieser Stelle biete ich dir noch zwei Videos an, die ich dir sehr empfehlen kann, die dich interessieren könnten, und freue mich, wenn wir uns dort gleich wiedersehen. Und bis dahin lass mir bitte einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal für weitere Informationen, die dich am Ende besser und schlauer machen als dein Bankberater, damit du selber gute Investmententscheidungen für dich und deine Familie treffen kannst. Ich freue mich, wenn wir uns nachher gleich wiedersehen. Bis bald, dein Gero.